Hallo, liebe Kinder, da sind wir wieder. Heute schon zur 28. Folge von Musikato mit Claudia und der Zauberer Philippus. Ganz genau. Und jetzt wollen wir euch begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass du da bist. Wir helfen und wir schützen, wir bleiben schützen. Wir helfen und wir sehen. In unserer Folge Hurra, es sind Ferien, also in unserer Ferienfolge, wollen wir uns heute mit etwas ganz Wichtigem beschäftigen, was euch auch in den Ferien sehr interessiert, denn ihr wollt ja nach draußen gehen. Dafür braucht man schönes Wetter. Genau, schönes Wetter, und das wünscht ihr euch doch auch an euren Urlaubsorten oder zu Hause oder auf dem Balkon oder wo auch immer. Und jetzt wollen wir uns erstmal einstimmen. Hurra! Es sind Ferien. Das ist ein bestimmter Zustand an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Da ist zum Beispiel scheint da die Sonne an dieser Zeit oder es regnet. Das kann sich aber auch ganz schnell ändern. Und wo bildet sich das Wetter, Claudia? Das Wetter bildet sich in der untersten Schicht der Erdatmosphäre und die heißt Troposphäre. Da entsteht das Wetter. Und das ist ein Himmelszustand, also ein plötzlicher Zustand, der eintreten kann. Und was gibt es für Wetterarten? Regen, Schnee, Hagel, Sonnenschein. Was gibt's denn noch? Stürme und Wind hast du vergessen. So, und es gibt drei Punkte, die das Wetter gemeinsam ergeben. Das sind die Sonne, die Luft und ganz genau. Und deshalb kann sich das Wetter auch ganz plötzlich ändern. Und was ist dann das Klima? Na, wenn das Wetter immer ein plötzlicher Zustand ist, der von Zeit und Raum abhängig ist, dann ist das Klima der Durchschnitt von vielen Jahren. Genau. Das, was in den Jahren immer ähnlich war oder gleich blieb, das bezeichnen wir dann später als das Klima, das in dieser Breite, also in diesem Gebiet, herrscht. Und jetzt lass uns was singen, und zwar, wie heißt es? Die Sonne, denn die soll für euch in den Ferien scheinen. Sie lässt die Sonnenblumen wachsen. Sie lässt die Blüten blühen. Sie macht den Menschen gute Laune. Wir schauen voll Kindheit zu. Thank you.
Wissen wir auch, was ist denn die Sonne eigentlich? Die scheint ganz warm. Und die ist ein Stern. Genau, das denkt man gar nicht. Die Sonne ist ein Stern, um den die anderen 7 Planeten kreisen. Und die ist auch viel größer als die Erde. Die sieht von hier unten so klein aus, von der Erde aus. Aber die ist viel riesiger als wir, als unsere Erde. Wisst ihr, warum die Sonne noch wichtig ist? Durch sie entstehen nämlich unsere... Die Jahreszeiten! Genau, du bist wieder gut informiert. Genau, die Jahreszeiten entstehen dadurch die Sonne. Überhaupt alles entsteht durch die Sonne. Und deshalb wollen wir jetzt noch ein Lied für die Sonne singen und das heißt... Wie Eis in der Sonne! Genau! Wie Eis in der Sonne! Wie Eis in der Sonne! So schnell ist der Weg an so einem sonnigen Tag. Wie Eis in der Sonne! Wie Eis in der Sonne! So schnell ist der Weg an so einem Tag. Die Wolken für die Bus. Mhm. Das ist so, dass die Sonnenhitze über dem Meer für die Verdunstung von Wasser sorgt. Mhm. Und dann steigt die Feuchtigkeit auf von diesem verdunsteten Wasser, steigt immer höher auf und aus dieser Feuchtigkeit bilden sich dann die Wolken. Das sind die Wolken, die wir so kennen, die dann irgendwann den Regen wieder hinabregnen. Und was ist Hagel? Hagel, das kennt ihr bestimmt auch. Wenn statt Regen so feste Körner, Eiskörner hinunterkommen vom Himmel, ja? Da ist es so, dass sich die Eisklumpen in der unteren Schicht der Gewitterwolken bilden. Denn meistens kommt der Hagel auch zum Gewitter. Also der bildet sich in der untersten Schicht der Wolken. Und das geschieht auch meistens im Sommer. Dass dann der Regen gefriert und als Hagelkörner herunterkommt, die aber nicht lange liegen bleiben, weil es ja so heiß ist im Sommer und die Sonne diese Hagelkörner gleich wieder schmilzt. Aber was kann man denn im Sommer so schön machen, Fidibus, wenn schönes Wetter ist? Kann man schwimmen gehen und das machen auch die Tiere. Wenn die Tiere schwimmen gehen, kann man tolle Sachen sehen. Schwimmen, alle gehen mit.
Wetter, wir haben es ein bisschen gehört im Lied, stimmt's? Das ist, wenn die Sonne scheint. Ja, das finde ich auch. Und wenn man baden gehen kann und schwimmen, das kann man ja hauptsächlich, wenn die Sonne scheint und wenn es schön warm ist und der Himmel blau und wenig Wolken zu sehen, stimmt's? Und auch nicht so viel Sturm oder Wind. Aber weißt du, Claudia, die Landwirtschaft, die braucht Wasser und die Blumen, die müssen doch wachsen. Ja genau, die braucht aber auch Sonne, damit die Blumen wachsen. Beides zu gleichen Teilen, Wasser und Sonne. Und wenn nicht genug Regen kommt, dann müssen die Gärtner halt selber die Gießkanne in die Hand nehmen und gießen. Und das ist schon ziemlich aufwendig. Oder mit dem Wasserschlauch vielleicht auch die Blumen gießen, das geht leichter. So, und wie heißt nun die Wettervorhersage? Ja, man kann doch bestimmen, wie das Wetter so in den nächsten Tagen wird, auch wenn es nicht immer stimmt. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wenn man die Wettervorhersage sich anschaut oder durchliest, das trifft nicht immer so ein. Manchmal ändert sich das dann ganz plötzlich und etwas anderes in der Wettervorhersage, stimmt's? Und die heißt Meteorologie. Du kannst das schwere Wort gut aussprechen, genau. Es wird in Wetterstationen gemessen, das Wetter, um dann später, zum Beispiel im Fernsehen oder im Internet oder in Zeitungen, Zeitschriften, bekannt gegeben zu werden. Damit wir uns so ein bisschen danach richten können, ne? Und jetzt singen wir Pitsch und Platsch, es regnet! Pitsch und Platsch, Pitsch und Platsch, der Regen macht die Haare nass. Oft von der Nase auf den Mund und von dem Mund dann auf das Kinn und von dem Kinn dann auf den Bauch. Sagen, der Regen ist eine Form des Niederschlags. Da fallen kleine Wassertropfen vom Himmel. Und zwar ist das so, wenn die Wolkenpartikel zu schwer werden, dann fallen sie ganz langsam hinunter auf die Erde. Und das nennen wir dann der Regen. Ach, so ist das. Und der Regen ist lebenswichtig für die Pflanzen, damit die auch gut wachsen und gedeihen können. Und ihr mögt es doch so, wenn sich Pfützen bilden und ihr dann mit euren Schuhen da hineinspringen könnt. Stimmst du auch, Fidi, oder? Ja, das mache ich auch gerne. Das spritzt dann bis zum Himmel. Ganz schön hoch spritzt das, ja. Und jetzt gibt's noch eine zweite Form und das ist der... Der Nebel. Der Nebel. Und der Nebel, der ist wie eine Wolke,
die sich auf dem Erdboden befindet. So kann man sich das vorstellen. Und diese Wolke besteht aus Wassertropfen oder Eiskristallen. Und sie verursacht, dass man nur noch weniger als 100 Meter weit sehen kann, denn dann spricht man auch vom Nebel. Wenn man noch weiter sehen kann als 100 Meter, dann nennt man das nur Dunst, aber nicht Nebel. Und dieser Nebel entsteht, wenn sich die feuchte Luft abkühlt und meist ist der Himmel in dieser Zeit auch noch wolkenfrei. Und dann gibt die Sonne ihre Wärme ungehindert ins Weltall ab. Und diese Feuchtigkeit, die wird dann mittels der Sonne sichtbar. Die Feuchtigkeit, die sich unten auf der Erde befindet. Und wenn die Sonne die Luft genug erwärmt hat, dann verschwindet auch der Nebel wieder. Also, der Nebel, das ist die Sonne, die unten die Wasserpartikel beleuchtet. Diese werden dann als Nebel für uns sichtbar. Wir können nicht mehr so weit sehen. Und wenn die Sonne genug drauf geschienen hat, dann verschwindet dieser Nebel wieder. Vielleicht wart ihr schon mal im Theater und da kennt ihr den Theaternebel, der oft eingesetzt wird, wenn auf der Bühne etwas Geheimnisvolles, Geisterhaftes geschieht. Das ist auch eine Form von Nebel. Die wird wieder ein bisschen anders hergestellt, aber ähnlich. So, und jetzt regnet es immer noch, stimmt's, Fidi? Es regnet und regnet. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Die Erde, die so durstig ist, die ihren Durst und Kalt vergisst. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. So, und wenn es regnet, dann manchmal entsteht dann auch noch ein Gewitter. Ja, genau. Ein Gewitter kann dabei auch noch entstehen. Und was ist denn so ein Gewitter? Da treffen warme Luftmassen auf kalte. Und die Luft, die lädt sich elektrisch auf. Und dann entlädt sie sich. Und daraus entsteht dann ein Blitz. Genau, dieser Blitz. Er erhitzt die Umgebungsluft, sodass sich diese ausdehnt und Schallwellen entstehen. Und diese Schallwellen, das ist der Donner, der dann ein bisschen zeitversetzt nach dem Blitz erschallt. Wenn dann noch die Sonne scheinen sollte beim Regen, dann entsteht ein, habt ihr bestimmt schon oft gesehen, diesen schönen bunten Farben, ein Regenbogen. Genau, das ist schön. Und bei Blitz und Donner muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich gut unterstellt oder dass man irgendwo Zuflucht sucht, wo man geschützt ist. Wenn es so regnet, muss man sich wie gesagt unterstellen. Also bleib ein Weilchen unterstehen. Der Regen wird schon vorübergehen, nicht wahr? Bleib ein Weilchen unterstehen, der Regen wird vorübergehen. Und die Welt schon blinken, Stückchen muss noch trinken. Bleib ein Weilchen unterstehen, der Regen wird ist, dass sich viel Luft gleichzeitig in eine Richtung bewegt. Da nennt man das auch, es wandert ein Gebiet mit hohem Luftdruck in ein Gebiet mit niedrigerem Luftdruck und dann dadurch entsteht ein Luftstrom, der für uns wie ein starker Wind einhergeht. Der pustet und pustet, dass wir fast wegfliegen manchmal. Der entsteht auch durch verschieden warme Luft. Genau, durch verschiedene warme Luftströme, die aufeinandertreffen. Da hast du recht. So, und jetzt hoffen wir, dass dieser Regen bald mal wieder aufhört. Wir haben doch Ferien, da wollen wir doch keinen Regen haben, ne? Nee, nicht nur im Zimmer sitzen. Und deshalb singen wir jetzt... Die Sonne und der Regen, die sind nämlich beide wichtig. Die Sonne schafft zum Regen, so holt ihr beide fort. Und ihre Strahlen den Wolken vor allen Ort. Wenn ich vom Himmel scheine, wird alles warm und hell.
jetzt haben wir gerade gesungen von Sonne und Regen. Und vorher haben wir was gehört vom Wind. Wie ist denn das mit dem Sturm? Aber wann spricht man eigentlich von einem Sturm? Ab einer Windgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern. Und es gibt verschiedene Sturmarten. Zum Beispiel einen Orkan. Und ein Orkan, der ist gefährlich. Also in einen Sturm sollte man nicht unbedingt kommen. Es gibt ja auch oft eine Sturmwarnung, dass man lieber zu Hause bleiben soll. Oder dass vielleicht auch Dachziegel und so weiter durch die Gegend fliegen könnten. So, dann gibt's noch eine andere Form des Niederschlags. Das ist jetzt im Sommer ein bisschen seltsam, aber den gibt es trotzdem. Wenn wir schon vom Wetter sprechen, müssen wir es erwähnen. Und das ist der? Der Schnee! Genau, das sind die weißen Flocken, die im Winter oft vom Himmel fallen oder manchmal vom Himmel fallen. Und Schnee entsteht ab minus 12 Grad. Vor allen Dingen, kann aber auch vorher schon auftauchen, bei etwas höheren Temperaturen, so bei um die 0 Grad. Und Schnee macht Spaß, da kann man Schneemänner bauen und Schlitten fahren und eine Schneeballschlacht machen. Das stimmt, also Schnee ist auch eine wichtige Form des Niederschlags. Aber jetzt haben wir doch Sommer, was wollen wir da machen? Im Sommer, da gehen wir baden. Im Sommer gehen wir baden. Das Wetter, das bestimmt auch, was wir so anziehen. Genau, wenn es kalt ist, was tragen wir denn da? Eine Jacke. Einen Schal. Eine Mütze. Oder ein Stirnband. Winterstiefel. Und so weiter. Und wenn es warm ist, was tragen wir dann? Ein Badeanzug. Genau, im Schwimmbad. Oder eine kurze Hose. Ein Sommerkleid. Sandalen. Und so weiter wieder. Also ihr könnt euch vorstellen, das Wetter bestimmt schon auch unsere Kleidung. So, und jetzt wollen wir mal in den See springen. Stimmt's, Fidi? Na klar, wir können doch schwimmen. Das ist wichtig, sonst sollte man nicht einfach so ins Wasser hineinspringen. Zu erwarten, dass es zum Wetter ist. Wir haben doch mal das Wetterthema. Trotzdem wollte ich das sagen. Hast du richtig gesagt. Gut, fangen wir an. Das Wetter. Die Sonne lachte herrlich vom strahlend blauen Himmel. Luise, Anna und Robert spielten lustig am Badesee. Luise schwamm darin wie ein Fisch. Anna sprang über kleine entstehende Wellen und Robert warf Steinchen in das Wasser, die lustig bis zur Seemitte sprangen. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, ohne dass es Luise, Anna und Robert bemerkt hätten. Dicke graue Wolken waren herbeigezogen. Die Sonne lugte nur noch durch einen Wolkenzipfel und die Stimmung wurde grau und trübe. Anna, Luise und Robert warfen besorgt einen Blick zum Himmel. Was ist denn jetzt los? Rief Anna. Es scheint, es würde bald regnen. Rief Robert. Und Luise ergänzte. Hoffentlich gewittert es nicht. Kaum waren diese Worte ausgesprochen, da hörte man schon in weiter Ferne den ersten Donnerschlag. Die drei Freunde rannten aus dem Wasser und suchten Schutz unter einem großen Kastanienbaum, der ein breites grünes Blätterdach entwickelt hatte. Die Schleusen des Himmels öffneten sich und es goss aus vollen Strömen. Immer wieder war ein dumpfer Knall, der Donner, zu hören. Und die drei Freunde hielten sich eng umschlungen an den Baum gedrückt, aus Angst vor dem Knall und dem folgenden Blitz. So ging es eine Weile weiter,
Allmählich schaute die Sonne wieder durch ein Wolkenloch am Himmel und strahlte hell und freundlich. Da rief Luise: Schaut mal, am Himmel ist ein schöner bunter Regenbogen. Darauf spazieren sicher die Englein einher und springen von Wolke zu Wolke. Oh ja, das wäre toll, wenn wir da mitmachen könnten, rief Robert. Immer intensiver wurden die Farben des Regenbogens. Dann hörte der Regen allmählich ganz auf. Die dunklen Wolken verzogen sich und die drei Freunde konnten ihr regensicheres Versteck wieder verlassen. Sie suchten schnell ihre nass gewordenen Sachen zusammen und gingen langsam, sich viel erzählend von den heutigen Abenteuern, nach Hause. Was kommt jetzt wohl? Unsere vier Rätselfragen. Wir testen wieder, ob ihr gute Wetterreiter seid. So, und schon geht's los. Die erste Rätselfrage lautet: Er kann singen ohne Mund. Er kann springen ohne Beine. Er kann streicheln dein Gesicht. Aber Hände hat er keine. Was ist denn das für ein gruseliges Wesen, Fidi? Das ist auch was mit dem Wetter zu tun. Wir blenden es mal ein und jetzt sag's mal. Das ist der Wind. Der singt, weil der so Geräusche macht. Der springt, weil er so prustet. Und der streichelt dein Gesicht mit dem Wind auch. Also mit der Luft. Also, das ist der Wind. So, nun kommt die zweite Rätselfrage. Es fällt vom Himmel sacht und leis. Ist federleicht und kalt und weiß. Passt nicht in den Sommer, aber hat auch mit dem Wetter zu tun. Was ist denn das für eine Form des Niederschlags? Hast du es fast gesagt? Warte mal, wir blenden es ein und das ist die? Die Schneeflocke! Die so sachte vom Himmel fällt, wenn es schneit. So, unsere dritte Rätselfrage. Welcher Spiegel ist nicht aus Glas? Weißt du das? Das hat auch mit den Wettern zu tun und mit den Sommern ein bisschen. Ja, so bedingt, genau. So, wir blenden es ein. Das ist der? Der Wasserspiegel. Und der Wasserspiegel bedeutet, der zeigt an, wie hoch das Wasser ist. Und auf dem Wasser, der glänzt, ist doch so schön. Das ist wie ein Spiegel. Und unsere vierte Rätselfrage. Wie schreibt man gefrorenes Wasser mit drei Buchstaben? Das ist leid, ich weiß das. Einmal kurz noch still. Wir blenden es ein und das ist? Das ist das Eis. Genau, Eis ist ja gefrorenes Wasser. Auch das Speiseeis ist was Gefrorenes. So, ich sehe schon, ihr seid sehr gute Wetterrater. Stimmt's, Fidi? Na klar, die können das alle. So, und jetzt wollen wir euch noch ganz kurz warnen vor bestimmten Wettererscheinungen. Und zwar, man muss aufpassen, wenn es gewittert. Wenn Starkregen kommt, wenn Dauerregen kommt, kann es zu Überschwemmungen führen. Wenn Glatteis ist, dann kann man ausrutschen. Und wenn starker Schneefall ist, kann es zum Beispiel in bergigen Gebieten zu Lawinenausbrüchen kommen. Da muss man auch aufpassen. Und bei Hitzewelle, da muss man viel trinken und dann lieber nicht rausgehen, denn ist es viel zu warm für den Körper. Das kann der Kreislauf manchmal nicht aushalten. Dann gibt es noch Windböen, die können so stark sein, dass man weggeblasen wird. Und es kann zu Hagel kommen, der ist ziemlich hart, wenn er einen auf den Kopf trifft. Und bei Tauwetter, da ist alles matschig, da kann man auch ausrutschen. Genau. So, und jetzt sind wir schon wieder am Schluss unserer Sendung angekommen. Wir freuen uns, dass ihr wie immer eingeschaltet habt bei uns, bei Musicato. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann kommt auch wieder ein interessantes Thema. Und... Na, wir bedanken uns für die vielen neuen Abonnenten und für die vielen Gefällt mir. Da singe ich immer... Das stimmt, Fidibus. So, also liebe Kinder, bis nächste Woche, zur gleichen Zeit, Sonntag, 8 Uhr ist Premiere. Und bis dahin, tschüss und macht's gut. Tschüss. Tschüss, es war schön mit euch, doch jetzt ist es Zeit zu gehen.